Matthias Meinung zu Farid Bang sein Inscope ist. Ja, fand ich witzig, aber nicht, dass ihr denkt, der hat das jetzt wegen mir gemacht oder so. Der Farid hasst den Inscope einfach selber, aber ich schwöre, ich habe mich totgelacht. Ich habe mich auch richtig gefreut darüber. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass der Farid irgendwann auf den Inscope losgeht. War ein guter Zeitpunkt. Aber wie gesagt, das war wieder zwischen mir und Farid abgesprochen, noch war das jetzt wegen mir. Der Farid hat sein persönliches Problem mit Inscope auch und ich habe das ja schon vorher gesagt, dass das passieren wird oder passieren könnte. Ich kenne den Farid gut, der lässt so Sachen dann nicht auf sich sitzen, der wartet dann bis zum richtigen Zeitpunkt und dann fickt er die Leute und das war mir klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er den damals vielleicht nicht gebumst hat, weil Inscope dann auch damals noch bei Sek Plus war und Farid dann nicht den Anschein erwecken wollte, als hätte er ein Problem mit mir da auch, weil das hätte ja so rüberkommen können bei euch. Deswegen denke ich, nach dem Inscope-Streit mit mir war es nur eine Frage der Zeit. Aber ich sag so, hätte der Farid den gedisst, zu Sek Plus Zeiten hätte ich auch zu Farid gestanden, weil ja, der Farid ist ja völlig im Recht und hat den Inscope doch völlig zurecht gedisst. Also ich hätte mich da auch vorher nicht in den Weg gestellt. Natürlich wäre es aber für die Öffentlichkeit komisch rüberkommen, wenn der Farid den gedisst hätte, weil der Inscope bei uns war. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Farid schon auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat. Aber wie gesagt, der Diss von Farid gegen Inscope ist von Farid gegen Inscope. Ich feiere das sehr. Ich habe mich sehr drüber gefreut, aber hat nichts mit mir zu tun. Also der hat das nicht für mich gemacht. Matze, kannst du dir vorstellen, dass Farid zurückkommt? Ich will euch wieder im Duo sehen. Mit Farid kann ich mir alles vorstellen. Alles. Farid ist mein Freund. Farid wird mein Freund bleiben. Da kann keiner, kein Manager und keiner kann da ein Feuer legen, was so groß ist, dass Farid nicht mein Freund ist. Farid ist mein Freund, fetch aus. Und ob man mich mit Farid vor der Kamera sieht oder nicht, Farid ist mein Freund. Und klar wird das für viele ein Traum. Vielleicht geht euer Traum ja irgendwann in Erfüllung. Und ich feiere das auch, dass ihr das so uns so als echtes, reales Duo seht. Und dazu kann ich schon sagen, wir haben History zusammen. Wir haben 10 Jahre zusammen, also oder 7, 8 Jahre zusammen große Dinge zusammen errichtet. Und Farid ist mein Freund. Ich hätte mich auch in der Zeit, wo ich mit Farid keinen Kontakt hatte. Dann auf die Frage, hast du Farid dazu gebracht, Inscope zu dissen? Nein, habe ich Farid nicht dazu gebracht. Farid hat ein persönliches Problem mit Inscope. Kann sein, dass der Farid den Diss jetzt, der hat das schon lange, das Problem, natürlich auch erst rausgehauen hat nach dem Sek Plus Streit, weil er vielleicht vorher dachte, komm, für Sek Plus, Matthias, sehe ich mal drüber hinweg, das sieht komisch aus, wenn ich Inscope disse. Aber ich sage nochmal, hätte der Farid den Inscope zu Sek Plus Zeiten gedisst, wäre das für mich okay gewesen, weil der Inscope hat da Scheiße gebaut. Und ich hätte mich da dem Farid nicht in den Weg gestellt. Aber der Farid hat das einfach so rausgehauen, da ist nichts abgesprochen. Wir haben da nicht mal über das Thema bis heute geredet oder so. Der Farid hat den Inscope einfach gedisst, weil er ihn Scheiße findet. Und der hat das jetzt nicht für mich getan. Da sollt ihr auch nicht denken, der Farid hasst den Inscope einfach. Was hasst den? Der scheißt auf den. Für den Inscope ist, Farid scheißt auf den. Der Inscope wurde da frisch. Der Inscope hat sich da mal weit aus dem Fenster gelehnt. Der Farid wird bestimmt in mein Video reingeguckt haben, wo der Inscope sich nochmal weit aus dem Fenster gelehnt hat. Damit der Farid gedacht hat, jetzt fick ich den kleinen Jungen mal. Der Farid ist ja auch nicht irgendein kleiner Kasper. Der Farid ist 34 Jahre alt. Und ihr glaubt doch nicht, dass der Farid sich da 25 Mal von Inscope auf der Nase rumtanzen lässt. Klar, früher und so haben ich und Farid oft Beefs abgesprochen, aber das ist sein eigenes Ding. Ich feiere es natürlich tot. Es gibt sogar eins zu. Ich habe das zuerst meine Story gepostet. Dann aber, damit niemand denken soll, Farid hat das wegen mir getan, habe ich es wieder gelöscht. Damit jetzt nicht genau diese Frage aufkommt. Farid hat Inscope aus reinem Herzen gedisst und ich bin als Farid-Fan einfach nur begeistert davon. Ich bin einfach davon begeistert. Ich feiere das, dass der Farid Inscope gedisst hat, aber es hat nichts direkt mit mir zu tun. Aber Farid und ich sind da dennoch automatisch auf einer Wellenlänge. Und ja, da hat der Farid Inscope gedisst und wie ich den Farid kenne, wenn der Kicker auf einen hat, dann kann da schon mal noch der ein oder andere Diss bei rauskommen. Aber er hat es nicht für mich getan.